Schlosspark Center, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24 der Tag mit den Nachrichten vom 8. November 2022. Im Landkreis Oberspree-Bad-Lausitz gibt es den ersten Fall der afrikanischen Schweinepest, kurz ASP, bei Schwarzwild. Bestätigt wurde er vom Friedrich-Löffler-Institut am Freitagabend. Es handelt sich um ein weibliches Wildschwein, das nördlich von Neupetershain erlegt wurde. Bereits am Wochenende wurde eine erste risikoorientierte Fallwildsuche durchgeführt. Um das genaue Ausmaß des Ausbruchs zu bestimmen, erfolgt jetzt eine großflächige Suche rund um den Fundort. Darüber hinaus wurde bereits mit der Errichtung eines mobilen Wildschweinzauns begonnen. Laut der Leiterin des Landeskrisenstabs ASP, Staatssekretärin Anna Heyer-Stufer, sei bei der Bekämpfung einer Wildseuche jederzeit mit Rückschlägen zu rechnen. Zudem sei der Landkreis bereits in den Alarmbereitschaft gewesen und habe schnell reagiert. Gleichzeitig appelliert sie noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger, alle Tore der Schutzzäune zu schließen und Schäden umgehend den Behörden zu melden. Stadtansichten der Jetztzeit präsentiert das Rathaus in Lauchhammer seit diesem Montag. Gezeigt werden Fotos und gezeichnete Bilder mit Stadtmotiven. Die Interessengruppen Malerei und Grafik sowie Kreativfotografie aus Lauchhammer gestalten die aktuelle Ausstellung im Rathaus Liebenwerder Straße. Zu sehen sind über 60 Bilder mit Motiven der Kunstgussstadt. Eröffnet wurde die Ausstellung Jetztzeit an diesem Montag. Jetztzeit ist ein Begriff, der etwas dehnbar ist und jeder sollte sich Gedanken darüber machen, was ist für ihn Jetztzeit. Andererseits, Jetztzeit heißt jetzt, hier und jetzt leben wir. Hier können wir was tun, hier können wir was verändern. Lauchhammer hat eine lange Geschichte, über zig Jahrzehnte, Jahrhunderte, kann man nicht in einmal packen. Besichtigen können Besucher auch ein Stadtmodell, das Lauchhammer Ende der 1980er Jahre zeigt. Geöffnet ist die Ausstellung dienstags von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Durch Errichten, Nutzung oder Rückbau von Gebäuden ist der Bausektor einer der bedeutenden Treiber des Klimawandels. Die weltweite Substitution von Stahlbeton durch organische Baustoffe wie Holz oder Bambus könnte erhebliche Mengen an klimaschädlichen Emissionen vermeiden. Wie die gebaute Umwelt nachhaltig transformiert werden kann, erläutert der renommierte Klimaforscher Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim Schellnhuber in einem Vortrag an der BTU Cottbus-Senftenberg. In Anlehnung an die Bauhausbewegung des 20. Jahrhunderts wählt die von ihm mitbegründete Initiative Bauhaus der Erde einen ganzheitlichen Ansatz. In einem breiten gesellschaftlichen Diskurs soll eine neue Vision der gebauten Umwelt entstehen. Die Lesung ist öffentlich und findet am Mittwoch, dem 9. November in Cottbus statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es sind düstere Prognosen, die der Brandenburger Städte- und Gemeindebund vor kurzem aufgestellt hat. In den kommenden Jahren rechnen die Kommunen zwischen Wittenberg und Senftenberg mit einer Verdopplung der Stromkosten und mehr als zweimal so hohen Ausgaben für Heizung und Wärme. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke beriet am Dienstag in Potsdam mit Oberbürgermeistern und Landräten über die Auswirkungen der Energiekrise und der Energiepreise. Dabei ging es auch um die Versorgungssicherheit. OSL-Landrat Sigurd Heinze sagte gegenüber Medien, er sei froh, dass das Kohlekraftwerk in Jenschwalde wieder hochgefahren wurde. Bei dem Treffen sollte laut Heinze auch besprochen werden, wie Stadtwerke und kommunale Wohnungsbaugesellschaften unterstützt werden könnten. Brandenburg plant ein Hilfspaket von 2 Milliarden Euro bis Ende 2024, um Lücken der Bundeshilfen zu schließen. Und das sind weitere Kurzmeldungen. Anlässlich des Volkstrauertages am kommenden Sonntag laden der Landkreis und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu einer Gedenkveranstaltung nach Senftenberg ein. Sie beginnt am 13. November um 11 Uhr im Bürgerhaus Wendische Kirche. Umrahmt wird die Veranstaltung traditionell vom Kammerchor und dem Orchester der Musikschule Oberspree-Bad-Lausitz.
Senftenberg sucht ehrenamtliche Richterinnen und Richter für das Amtsgericht Senftenberg und das Landgericht Cottbus. Die vierjährige Dienstzeit der Schöffinnen und Schöffen beginnt am 1. Januar 2024. Interessenten erhalten nähere Informationen zu den persönlichen Voraussetzungen, zur Tätigkeit und zum Bewerbungsverfahren bei der Stadtverwaltung unter rechtsamt@senftenberg.de. An diesem Samstag öffnet die LEAG-Ausbildung ihre Türen in Schwarze Pumpe. Von 9 bis 14 Uhr können Interessenten einen Ausbildungstag live erleben und den Azubis über die Schulter schauen. Zudem können Besucher mit Mitmachaktionen unter anderem einen Kran bedienen oder Einblick in die Pneumatik erhalten. Registrieren lassen müssen sie sich an der Hauptwache in des Industrieparks Schwarze Pumpe. Ministerpräsident Dietmar Woidke hat am vergangenen Wochenende in Potsdam 9 Bürgerinnen und Bürgern den Verdienstorden des Landes Brandenburg verliehen. Sie wurden für außerordentliche Verdienste um das Land Brandenburg und seine Bevölkerung geehrt. Geehrt wurde unter anderem auch Dr. Gerd Werner Müllrich aus Cottbus. Er ist der älteste aktive Notarzt Brandenburgs und lebt für seinen Job. Mit seinen 75 Jahren hilft er täglich Menschen, versorgt sie und rettet Leben. Sein gesammeltes Wissen aus mehreren Jahrzehnten Notarzttätigkeit gibt er an junge Generationen weiter, eignet sich selbst durch Fortbildung aber immer gern neues Wissen an. Auch während der Corona-Pandemie arbeitete Müllrich unermüdlich weiter. Soweit die Nachrichten und nun folgen die Polizeimeldungen. In der Berliner Straße in Lauchhammer überfuhr ein 62 Jahre alter Pkw-Fahrer am Montagabend gegen 20 Uhr eine Mittelinsel und kollidierte anschließend mit einer Laterne. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich einer Verkehrsstraftat, worauf in einem Krankenhaus eine beweissichernde Blutprobe realisiert wurde. An der Unfallstelle kam es in der weiteren Folge zu Verkehrsbehinderungen, da die Feuerwehr auslaufende Betriebsflüssigkeiten binden musste. Um die beschädigten Laterne kümmerte sich der zuständige Bauträger. Der Pkw musste abgeschleppt werden, der Führerschein des Mannes aus Sachsen wurde sichergestellt, die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt mehrere 10.000 Euro. Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche per WhatsApp. Die betrügerischen Nachrichten kommen von Telefonnummern, die dem Empfänger nicht bekannt sind. Der Absender gibt sich meist als naher Verwandter aus. In der WhatsApp-Nachricht bittet der Unbekannte darum, Rechnung zu begleichen. Eine solche Nachricht erhielt am Montag eine 53-jährige Frau aus Senftenberg. Sie fiel nicht auf den Schwindel hinein und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das war Seenluft 24 der Tag und nun folgt noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Mittwoch ist es am Morgen überwiegend dicht bewölkt bei Temperaturen von 10 Grad Celsius. Im weiteren Tagesverlauf ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen und die Temperatur erreicht 13 Grad. Donnerstagmittag gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen von bis zu 13 Grad Celsius. Am Abend ist es bewölkt bei Temperaturen von 9 Grad. Und am Freitag strahlt morgen die Sonne bei Werten von 7 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages gibt es am Nachmittag und am Abend eine Mischung aus Sonne und Wolken bei Werten von 10 bis zu 15 Grad Celsius.